الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema des heutigen Vortrags ist ein heißes Eisen, würde man wahrscheinlich sagen. Und es wird oft diskutiert und wird sehr kontrovers diskutiert. Allerdings leider nur sehr selten sind es fruchtbare Diskussionen. Viele würden sagen, es gehört zu den wichtigsten Themen überhaupt. Und auf der anderen Seite gibt es welche, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Und das Thema des Vortrags ist, ob es einen Gott gibt oder nicht. Beziehungsweise präziser gesagt, ob dieses Universum, diese Welt, in der wir leben, und letzten Endes auch wir als Menschen, ein Zufallsprodukt sind, oder ob das Ganze auf intelligente Weise geplant und konstruiert wurde. Woran das liegt, dass man nur so selten fruchtbar darüber diskutieren kann, ist mir selber nicht ganz klar. Denn im Grunde genommen sollte man in der Lage sein, darüber sachlich Argumente auszutauschen. Ja. Allerdings findet man in der Praxis, dass es meistens darauf hinausläuft, dass einige Leute das ganze Thema in den Bereich der Mystik verfrachten und von vornherein davon ausgehen, dass man überhaupt keine Argumente dafür suchen kann. Ja. Dass man nicht in der Lage ist, ein Ja oder Nein für diese Frage zu finden. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Das heißt, wenn ich mit jemandem diskutieren möchte und er geht von vornherein davon aus, dass mein Thema eine Sache ist, die ich mir persönlich ausgesucht habe, oder eine Sache ist, die ich nur deswegen glaube, weil sie mich persönlich zufriedenstellt, was aber mit der Realität nichts zu tun hat, dann wird es natürlich schwierig. Ich behaupte aber, dass man sehr wohl untersuchen kann, ob dieses Universum das Konstrukt eines Schöpfers ist oder einfach nur ein zufälliges Ereignis. Und man muss auch in der Lage sein, so etwas beweisen zu können oder untersuchen zu können. Denn zufällige Ereignisse haben ganz bestimmte Eigenschaften. Wenn man in den Himmel schaut und man würde eine Wolkenformation sehen, die ganz grob an einen Elefanten erinnert oder an einen Tiger oder keine Ahnung was, was man so manchmal so mit ein bisschen Fantasie erkennen kann, das passiert schon mal. Wenn ich aber in den Himmel schaue und ich würde in Wolkenform die 5 olympischen Ringe sehen, dann weiß ich, das hat jemand mit einem Flugzeug dahin gemalt oder so. Aber das ist niemals ein Zufallskonstrukt. Wenn ich einen losen Steinhaufen betrachte, der kann schon mal vom LKW runtergefallen sein. Wenn ich aber eine Pyramide betrachte, mit lauter quaderförmigen Steinen, die exakt angeordnet wurden, dann ist es nicht möglich, dass man sagt, dass das ein Zufallskonstrukt ist. So etwas passiert nicht. Wenn ich ein Kartenspiel auf die Erde fallen lasse, da können manchmal komische Figuren rauskommen. Aber wenn ich ein 10-stöckiges Kartenhaus irgendwo sehe, dann weiß ich ganz sicher, das ist nicht das Produkt eines Zufalls. Solche Dinge passieren nicht dadurch, dass man einfach den Dingen seinen Lauf lässt. Ja, oder einfach der Natur freies Spiel gibt. So etwas passiert nicht. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man auch untersuchen kann, ob dieses Universum eher einer losen Steinsammlung oder Karten auf dem Boden gleicht oder nicht vielleicht eher einer Pyramide oder dem Konstrukt eines Kartenhauses. Bevor man sich überhaupt mit solchen Dingen beschäftigt, sollte man erstmal klarstellen, ob etwas dagegen spricht, dass es einen Gott gibt. Das ist die wichtigste Frage erstmal überhaupt. Spricht etwas dagegen, dass dieses Universum einen Schöpfer hat, ein Plan, ein geplantes Konstrukt ist? Da wird man sofort feststellen, dass es noch nie jemanden gegeben hat, der eine Beobachtung gemacht hat oder ein Phänomen beschrieben hat oder eine Berechnung aufgestellt hat, und am Ende zu dem Ergebnis kam, dass es keinen Gott gibt. Das gibt es nicht. Es gibt einige, die sagen, das liegt in der Natur der Sache. Die meinen, sowas kann man gar nicht finden. Man kann keine Argumente dagegen finden. Ja, das macht die Sache aber nicht anders. Ja, im Endeffekt kommt man dahin, es gibt kein Argument dagegen. Und deswegen gibt es auch keinen rationalen Grund, von vornherein diese Sache abzulehnen. Denn wenn man etwas ablehnt oder wenn man sagt, das existiert nicht, dann braucht man dafür genauso einen Beweis, wie wenn man behauptet, dass es existiert. Vor 50 Jahren sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass am Grunde des Ozeans kein Leben existiert. Ja. Die haben das nicht einfach so gesagt oder einfach gesagt, naja, wir haben keinen Beweis dafür, dass es Leben gibt, also gehen wir mal davon aus, es gibt das nicht. Nein, die haben Argumente dafür gebracht. Die haben gesagt, da unten gibt es kein Licht, da unten gibt es deswegen keine Nährstoffe, der Wasserdruck ist so und so hoch, keine Ahnung, wie das genau gemacht wurde.
Aber zumindest hatten sie eine Reihe von Argumenten, wie sie dazu oder wie sie zu dieser Überzeugung gekommen sind. Ja. Die hatten eine Reihe, eine logische Argumentationsfolge. Am Ende war, es gibt kein Leben da unten. Die haben sich geirrt, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn man sagt, eine Sache existiert nicht, braucht man dafür auch einen Beweis. Genauso, wenn heute ein Wissenschaftler sagen würde, es gibt kein außerirdisches Leben. Was würden alle seine Kollegen zuallererst zu ihm sagen? Was ist dein Beweis dafür? Kannst du das beweisen? Bitteschön. Wenn nicht, dann stell nicht so eine Behauptung auf. Deswegen die weit verbreitete Meinung, oder das, was man von vielen Menschen spontan hört, nein, gibt es nicht, oder ist nur ein Märchen, dafür gibt es keinen richtigen Grund, so etwas zu behaupten. Und ist ein Hinweis darauf, dass jemand eine Sache behauptet oder etwas glaubt, weil er es glauben will. Aber dahin kommen wir nochmal zum Ende. Wenn nichts dagegen spricht, dass dieses Universum einen Schöpfer hat, dann sollte man auch gleichzeitig davon ausgehen, dass man gar nicht so viele Argumente braucht oder so viele Punkte, die dafür sprechen, dass es einen Schöpfer gibt, damit man zumindest dahin tendiert, das zu akzeptieren. Ja. Wir haben am Anfang mal Kartenhäuser und Pyramiden erwähnt und wir haben gesagt, dass diese Dinge nicht einfach so entstehen. Und der Grund dafür ist, dass es, wenn ich ein Kartenspiel fallen lasse, Milliarden und Abermilliarden verschiedene Kombinationen gibt, wie die Karten fallen können und vielleicht eine ganz bestimmte, die daraus ein Kartenhaus baut. Dasselbe bei einer Pyramide. Ja, wenn ich die Steine einfach fallen lasse, die werden nie eine sauber aufgeschichtete Pyramide ergeben. Ja, die werden immer lose liegen und man kann das auch spontan erkennen. Ja. Und jetzt kann man sich das Universum ja mal anschauen und mal ein bisschen untersuchen, wie ist das konstruiert, wie ist es gebaut, welche Eigenschaften hat das. Und dann kann man am Ende sagen, ist es eher eine Pyramide oder ist es eher ein Haufen verteilter Steine auf der Erde. Vorweg, die Entstehung dieses Universums ist überhaupt gar nicht wissenschaftlich erklärt. Ja. Meistens hört ihr so etwas wie, das Universum ist im Urknall entstanden. Das ist natürlich eine komische Aussage an sich. Das ist, als wenn ich sage, ein Auto ist entstanden, indem es losfährt. Das ist nicht die Ursache. Das Auto war schon da, als es losgefahren ist. Und dieses Universum, als es diesen Urknall gegeben hat, das hat es auch schon gegeben. Ja. Das war nicht der Anfang, das war halt ein Ereignis. Aber das Universum hat schon so existiert, als es diesen Urknall gegeben hat. Und deswegen ist die Frage, was es vorher gegeben hat, eigentlich, diese Frage ergibt sich automatisch daraus. Es gibt einige, die sagen, naja, wo das Universum noch in einem Punkt vereint war, da gab es keine Zeit und deswegen gab es kein Vorher. Aber das ist auch keine richtige Erklärung. Irgendwann gab es einmal eine Zeit. Das Universum hat angefangen. Und es gibt keine richtige Erklärung dafür, wie dieser Übergang zu einem Universum, was wir jetzt sehen, vonstatten gegangen ist. Als diese Idee mit dem Urknall aufkam, da gab es eine Reihe von Wissenschaftlern, die sich damit nicht anfreunden konnten. Einer der bekanntesten davon war einer, der hieß Fred Hoyle, das war ein Astronom. Und der hat eine Gegentheorie aufgestellt, dass das Universum schon ewig existiert hat und sich nur ein bisschen verändert. Er hat am Ende selber zugegeben, dass der einzige Grund, warum er das geglaubt hat, der einzige Grund war, weil er nicht wollte, dass die Urknalltheorie wahr ist. Denn seiner Meinung nach wirft die Frage, oder wenn ich an den Urknall glaube, wirft automatisch die Frage auf, wer das Ganze gemacht hat, wer die Ursache dafür ist, wodurch das Ganze entstanden ist. Seiner Meinung nach war die Theorie des Urknalls ein automatischer Beweis für den Schöpfer. Das wollte er nicht glauben, deswegen bringt er eine andere Theorie. Das heißt, der Urknall an sich ist schon eine Sache, die darauf hindeutet, dass dieses Universum einen Schöpfer hat. Aber nicht nur das. Man hat heute vielfach die Vorstellung, dass ein Universum mit Leben und Planeten und Sonnensystemen einfach so entsteht. Das heißt, das geht auseinander und irgendwann nach ein paar Millionen Jahren bilden sich Planeten und dann auch Sonnen erstmal und dann Planeten und die kreisen da rum und dann gibt es Leben und so weiter. Dann so einfach ist das nicht. Wenn wir dieses Universum betrachten und wir nehmen nur einmal die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Universum ausdehnt seit dem Urknall, dann sagen Wissenschaftler, wäre diese Geschwindigkeit um 100 Trillionstel höher, dann wäre das schon so schnell, dass sich Sterne und Planeten niemals gebildet hätten. Die Materie wäre einfach auseinandergegangen. Und wäre diese Geschwindigkeit um 100 Trillionstel langsamer, geringer, dann wäre das Universum schon lange wieder zusammengefallen. Wir würden heute hier nicht sitzen. Wir sitzen hier, weil es exakt diese Geschwindigkeit hat, die es halt heute besitzt. Betrachten wir andere Eigenschaften des Universums. Nehmen wir die Kernkraft. Ja, die Kraft, die Atomkerne zusammenhält. Ja, nicht die Atomenergie,
sondern die Kraft, die im Atomkern wirkt. Warum die Protonen innerhalb eines Atomkerns zusammengehalten werden. Das ist die starke Kernkraft. Wäre diese Kraft um 100 Trillionstel höher oder geringer, hätten wir kein Universum mit Atomen. Zumindest nicht so in der Form wie heute, dass Leben entstehen könnte. Nehmen wir die Anziehungskraft, Gravitation. Wäre die 100 Trillionstel stärker oder schwächer, würden wir hier nicht sitzen auf einem Planeten mit lauter Leben. 100 Trillionstel. Und 100 Trillionstel sage ich eigentlich nur, weil es eine Zahl ist, die irgendwie noch ein bisschen anschaulich ist. Die wirklichen Zahlen davon, die kann man gar nicht mehr in Worten ausdrücken.